Ihr Lieben, ich muss unbedingt den Schuhschrank ausräumen. Also es muss unbedingt was gehen. Und es hat bis jetzt immer nicht so richtig gut geklappt. Deshalb werde ich jetzt diesmal einfach Abteilung für Abteilung mir vornehmen. Und es muss sich was tun. Hier kriege ich nicht mehr alle Schuhe rein. Im Gang stehen auch noch welche. Und die meisten sind mir. Es gibt so ein paar einzelne, die auch meinem Mann gehören. Aber der hat einfach nicht viel Schuhe, ne? Und ja. Wir sind hier im Männerhaushalt mit einer Frau und die Frau hat die Schuhe. Das ist echt witzig. Also ich fange jetzt mal mit der oberen Etage an. Die räume ich jetzt hier mal raus in die Küche und dann gucken wir die Schuhe mal durch, ob ich davon was loslassen kann. Das wäre natürlich sehr wichtig, um hier wieder eine neue Struktur reinzubekommen und auch alle Schuhe am Schluss. So, das erste Fach ist leer. Ich habe es jetzt auch gerade mal ausgewischt. Also wer sich wundert, das war ein ganz normales Holzregal. Die Türen habe ich von einem Schreiner damals dran machen lassen, von meinem Bekannten. Und die Sachen auf dem Schrank, die gehören meinem Sohn. Ich weiß auch nicht, wieso er die hier im Gang, ja, da drauf stellt. Super, ne? Ich glaube, das Seil gehört zu der Hängematte. Gut, das gehört eigentlich von mir woanders hin. Ein großer Fächer. Also da muss ich auch noch mal ran. Aber da brauche ich eine Leiter dazu und wäre auch nicht schlecht, wenn mein Sohn daheim wäre. Der soll mal selber gucken, wo er die Sachen hinschafft. Ja, also wie gesagt, erste Fach ist leer. Da geht es dann halt weiter. So, ich habe jetzt mal alle Sachen aus der ersten Etage hierher geräumt. Die zwei Kisten sind leer. Hier ist überall was drin. Ich weiß auch nicht was. Hier auch. Ja, und das sind dann die Schuhe. Ich bin heute ganz leger, ne? Hat ein krasses Wochenende mit meinen Meisterkollegen und brauche jetzt einfach ein bisschen Beständigkeit, sage ich mal. Ich fange an mit diesen Schuhen hier. Das sind so richtig schöne Winterstiefel. Rudi rennt auch schon wieder hinten rum. Die sind auch gefüttert. Habe ich diesen Winter getragen? Ich glaube nicht. Aber ich habe mal festgestellt gehabt, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt richtig kalt und Schnee und überhaupt. Da hatte ich keine Schuhe. Und jetzt habe ich die gefütterten Schuhe hier. Die hatte ich irgendwann mal bei Deichmann erwischt, so für ein Appel und ein Ei in der letzten Restebox. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich glaube, das ist sogar echt Leder. Die werden auf jeden Fall bleiben. Also die kommen nicht weg, weil das sind auch Schuhe, die man mal zum Spazierengehen anziehen könnte. Die sind jetzt nicht so extrem gebunden. Was eigentlich weg kann, sind die hier. Sind auch ganz staubig. Wo ist mein Tuch? Das waren ja ganz lange meine Go-To-Schuhe. Habe ich immer angehabt. Die Sohlen sind klasse, schön dick, lässt sich gut mitlaufen. Auch hinten die Höhe fand ich super. Die waren extrem bequem für die Höhe. Dockers, wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe die praktisch bei jedem Video getragen oder bei jedem Outfit of the Day. So, mein Lieblingsding. Ich habe die auch zweimal noch, glaube ich, oder? Also, auf jeden Fall sind die hier vorne sehr abgeranzt. Die trage ich nicht mehr. Kann man so auch nicht retten. Also, die gehen auf jeden Fall. Schon wieder auf jeden Fall. Sorry. Ein paar Sandalen, die eigentlich auch gehen müssten. Aber von denen kann ich mich noch nicht so trennen, denn die sind auch total abgeranzt. Ja. Das sind halt Schuhe, die ich sehr bequem fand. Die haben mir auch extrem gut gefallen. Ich hätte mir die auch noch mal geholt. Habe die aber nirgends mehr gefunden. Die Höhe ist super. Sehen gut aus. Wenn man das nicht sieht, ne? Natürlich nur. Aber die sind ein bisschen muffelig. Also die kann man eigentlich nicht überall anziehen. Aber wenn ich jetzt mit denen irgendwie an den Strand will oder an eine Strandpromenade, sorry, und ich weiß nicht, wie die Begebenheiten sind und die Schuhe könnten leiden, ziehe ich die an, weil die sowieso quasi am Ende sind. Deshalb bleiben die noch diesen Sommer. Bin gespannt. Dann habe ich so ein paar weiße Sneakers. Also ich bin kein Sneakers-Mensch. Ich trage ja lieber Absatz eigentlich, wenn ich kann. Im Moment geht's wieder, aber ich hatte ja Probleme mit dem Knie, da ging's nicht. Deshalb habe ich ein bisschen aufgerüstet, was die Sneakers angeht. Die hier stammen aus meiner Modenschauzeit. Eigentlich trage ich sie nicht, aber ich habe gedacht, ich gebe denen mal einen Sommer, ob ich die nicht doch irgendwie einsetze. Es ist irgendjemand im Katzenklo. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, lautstark und ohne Worte. Also, die sind auch gut in Schuss. Ich habe die nur für die Modenschau getragen. Jetzt
Muss ich gucken, ob ich die daheim auch anziehe. Die haben da hinten so Dinge. Ja. Waren von Bonprix, haben jetzt auch nicht viel gekostet. Sind auch nicht so hochwertig vom Material her. Also ja, ich teste mal. Mal gucken. Also die bleiben auch erstmal. Eigentlich ein Fehlkauf, ziehe ich aber halt daheim nochmal so ab und zu an. Das waren die hier. Die wollte ich als Badelatschen anziehen. Hatte ich beim Deichmann irgendwann mal mitbestellt, so als Gelegenheit. Und wir haben ja einen Whirlpool im Sommer am Wochenende. Und da sind die dann nass geworden. Ich hätte gedacht, das wäre kein Problem, aber die haben sich entsprechend verfärbt. Das ist natürlich nicht so schön. Also die werden richtig nass und werden dann auch nicht gleich wieder trocken. Das ist eher Stoff als Plastik. Und insofern haben die sich zumindest für den Whirlpool nicht geeignet. Ja, und ich sehe gerade, die sind auch kaputt. Weiß nicht, waren halt, haben halt auch nichts getaugt, ne? Ja. Nee, dann schmeiße ich die auch raus, oder? Lass ich die noch im Sommer? Ah, ich mache mal ein Vielleicht. Vielleicht. Was haben wir denn hier drin? Ach ja, nochmal Modenschauschuhe. Da habe ich ja immer so ein bisschen Absatzschuhe gebraucht, die gut halten, sage ich mal. Deshalb immer das Bändchen. Ich brauche immer ein Bändchen. Ja, auch hier keine krasse Qualität. Praktisch wenig getragen. Aber durch die Höhe sind sie ganz bequem. Also die Höhe ist nicht zu hoch, die gehen auch mal so. Deshalb würde ich die mal noch behalten. Und dann habe ich nämlich die hier von Tamaris. Die sind sehr hoch, sehr geil. Ganz klasse Schuhe, gefallen mir super. Sind aber mit meinem Knie einfach im Moment nicht kompatibel gewesen. Vielleicht geht es jetzt wieder. Deshalb bleiben die auf jeden Fall auch. Also die würde ich auch nicht aussortieren, die sind echt geil. Die gefallen mir und sind super bequem. Tamaris, also ich kann Tamaris Schuhe nur empfehlen. So, da haben wir hier mal eine leere Kiste. 1, 2, 3, 4, 5 Paar Schuhe stehen schon hier. Die bleiben. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Oh, nochmal Tamaris. Habe ich noch nicht getragen. Habe ich mir gekauft, als ich quasi aufgehört habe, bei der Modenschau mitzuwirken. Das war so mein letzter Kauf. Und um mein Geld, gab es immer mal so ein Goodie quasi und da habe ich das hier eingesetzt für ein Appel und ein Ei. Die haben 19,95 gekostet, genau. Und da gingen dann noch ein paar Prozente weg. Also ich glaube, mehr wie 15 Euro habe ich nicht dafür bezahlt. Deshalb konnte ich die nicht dort lassen. Sehr geile Schuhe, wie gesagt, noch nie getragen. Werde ich auf jeden Fall behalten. Die müssen auf jeden Fall auch noch mal getragen werden. Da ist auch noch die Rechnung. Mal gucken. 14,96. Echt, da kann man doch nicht Nein sagen, oder? Also wer Schuhe liebt, versteht mich. Und ich wollte immer schon mal ein paar rote Lackschuhe haben. Also die bleiben auf jeden Fall auch. Dann haben wir hier, noch ein paar hohe Schuhe. Wie gesagt, ich habe viele hohe Schuhe. Ich habe jahrelang nur hohe Schuhe getragen. Auch ein bisschen staubig, lange nicht mehr benutzt. Graceland. Ja, aber die sehen bei euch jetzt ein bisschen ausgebleicht aus. Das liegt wahrscheinlich an dem Tageslicht hier. Ich finde, sie sind gar nicht so. Das ist halt einfach so ein Stoff. Ja, aber die bleiben auch super bequem. Auf jeden Fall kann man die zu allem benutzen. Jeans, keine Ahnung was. Noch ein paar neue, die ich noch nicht getragen habe. Die warten noch auf ihren Einsatz, und zwar Mustang. Die habe ich auch nach der Modenschau gekauft. Auch das war so ein Schnäppchen. Rechnung, nee. Da habe ich ein paar blaue schon. Die habe ich eigentlich mehr oder weniger aussortiert, ziehe ich nur noch daheim an. Und deshalb habe ich mir ein paar neue gekauft. Die sind ein bisschen anders vom Stil her. Aber also ein bisschen, da ist einfach ein bisschen mehr dran. Trotzdem eine ähnliche Stilrichtung. Und ja, die bleiben auf jeden Fall auch. Also die werde ich auch anziehen auf jeden Fall. Last but not least, noch ein paar Sandalen. Die müssen allerdings auch bleiben, und zwar von Garboy. Die sind, ja, rot. Oh, Rudi! Ich sag euch, Katze, Maus. Oh, ne, ab.
einfach ein wildes Ding. Ja, die sind halt jetzt so orange, rot und pink. Ich habe mir jetzt letztes Jahr ein pinkfarbenes Kleid gekauft. Ich muss mal gucken, ob die dazu gehen. Eigentlich müsste es ja gehen, aber vielleicht ist mir es dann doch zu viel. Ich weiß es noch nicht. Also ich ziehe die leider viel zu selten an. Man kann es vielleicht auch sehen für den Preis, was die vermutlich mal gekostet haben. Aber die bleiben, weil die sind halt saubequem. Ne? Und ja, ich finde halt, Sandalen schmeißt man doch auch nicht raus. Die behält man, die kann man doch immer brauchen. Ich weiß nicht, ich bin so ein Sandalen-Fan mit Absatz, ein Sandaletten-Fan. Ne? Genau, und das war jetzt die erste Runde und da durfte jetzt nur das Paar gehen. Und was mache ich jetzt mit dem? Einfach nochmal den Sommer, aber die sehen halt wirklich, was jetzt seht ihr das? Die sehen wirklich total abgeranzt aus durch diese Verfärbung. Es ist schon auch ein bisschen blöd. Ne? Nee, die schmeiße ich raus, die schmeiße ich raus. Wenn nicht, kaufe ich mir mal ein paar schöne. Wäre ja auch mal nicht schlecht. Und ich hätte ja auch genug, wahrscheinlich brauche ich gar keine. Also es bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die sind alle leer, habe ich gesagt. Genau. 9 Paar Schuhe bleiben, 2 Paar fliegen raus. So, die nächste Ebene machen wir auf jeden Fall auch noch. Da ist jetzt nicht so viel drin, aber wir gucken mal. So, ich versuche immer so ungefähr dieselbe Haltung, also vom Handy zu bekommen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich muss es zwischendurch immer mal abnehmen. Ja, also ich habe hier Stiefel. Das sind einmal die hier. Und Hosen sind auch schon ein bisschen staubig. Das sind so schöne Stiefel, ich finde die toll und ja, eigentlich könnte ich die aussortieren. Ich habe die, glaube ich, schon mehrere Jahre nicht mehr getragen, obwohl die wirklich auch bequem waren. Was war das für eine Marke? Echt mega, auch Tamaris, total toll gefüttert, ne? Auch echt Leder. Und, aber die bleiben. Das Problem ist, im Moment oder in den letzten Jahren sind die Hosen unten relativ weit gewesen. Da zieht man diese Stiefel nicht so an. Das ist halt eher was für was Schmales und schmale Hosen trage ich im Moment überhaupt nicht. Und deshalb, ja, kommen die nicht zum Einsatz, aber die sind so schön und ich finde, die sind auch schon relativ zeitlos. Deshalb bleiben die auf jeden Fall. Dann habe ich mir ein paar neue geholt gehabt von meinem Geburtstagsgeld. Hatte ich von den Nachbarinnen einen tollen Gutschein geschenkt bekommen für die nächste Stadt. Und da habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich brauche doch ein paar Ersatzstiefel für die hier. So ein Oldtime-Ding, wo ich jeden Tag anziehen kann. Und mit einem guten Absatz, mit einer guten Sohle. Und da habe ich die hier entdeckt bei einem Quickschuhladen, die sind ja immer so in Privathand. Ne? Das ist jetzt nicht so wie Deichmann, sondern in der Nachbarstadt. Und da habe ich Marco Tozzi genommen mit Guido Maria Kretschmer. Und ich muss sagen, ich finde die eigentlich recht schön. Ja, habe sie allerdings nicht viel getragen, weil ich ja dann das Knieproblem hatte. Und da habe ich auch diese Schuhe nicht getragen. Ja, aber die bleiben natürlich. Ich habe eine Hoffnung, dass es wieder besser wird. Die dritten Stiefel hier sind auch ein bisschen staubig. Die muss ich mal abrollen mit dem Roller, glaube ich. Ja, das ist halt dieser Stoff. Die waren vom Deichmann, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Nee, Bonprix. Ja, sind halt so für, die passen halt irgendwie zu allem. Wenn ich nichts anderes habe, was passt mit ein bisschen Absatz, kann ich die Stiefel nehmen. Die gehen auch mal zum Kleid oder zum Rock. Und die bleiben auf jeden Fall auch, müssen aber entfusselt werden. So, was haben wir denn hier? Bugatti, ich wusste gar nicht, dass ich Bugatti-Schuhe habe. Hier habe ich schon ein paar Ersatzsandalen für die schwarzen vorhin. Habe ich noch recht wenig getragen, wie man sieht. Mir gefallen sie halt auch leider nicht ganz so gut. Also hier, es ist so ein, ja, so ein, habe ich mich halt mit abgefunden, dass ich die anderen nicht mehr gefunden habe. Und sie sind schwarz, kann man ja viel verkehrt machen. Es ist Rika, die sind immer sehr bequem. Die bleiben auf jeden Fall und werden dieses Jahr mit Sicherheit auch entsprechend zum Einsatz kommen. Und dann hatte ich so ein paar ganz süße von Graceland. Die habe ich mal irgendwie so als Zusatz mitgenommen, weil es 3 für 2 gab oder so.
Und da habe ich die noch entdeckt, fand ich süß. Es gibt ja immer diese 10 drin, ich kann die nicht haben. Und die sind jetzt halt hier vorne wie normale Sandalen und total niedlich. Aber sie sind hier oben ein bisschen eng. Muss ich erst mal gucken, ob die noch gehen. Wenn sie noch gehen, werde ich sie auf jeden Fall behalten. Man sieht, ich habe sie auch nicht allzu oft getragen, aber ich fand die sehr niedlich. Ja, also die bleiben auch. Außer sie passen nicht. Vielleicht probiere ich es erst nochmal an. Ja, weil wenn man zunimmt, nimmt man ja meistens leider auch im Bereich Füße zu. Man nimmt auch im Bereich Füße ab. Das hätte ich nicht gedacht, aber es war wirklich so. Ach, und hier haben wir noch ein paar Stiefel von meinem Mann. Die sind auch nicht zum Einsatz gekommen dieses Jahr. Wir waren irgendwie nicht so unterwegs. Aber die bleiben natürlich auch. Die will er auch auf jeden Fall noch tragen. Genau, und dann kann ich die Sachen schon wieder einräumen. So, es geht in die nächste Runde und hier seht ihr schon mein Problem, ne? Also ich habe hier schon Schuhe und hier stehen schon Stiefel und drüben stehen noch drei Paar, die auch noch rein müssen, aber noch ist kein Platz. Ja, nächste Runde, so sieht's aus. So, Leute, ich brauche einen Kaffee. Also was auf jeden Fall bleibt, sind die Schuhe von meinem Mann. Die hat er jetzt am Wochenende an. Das sind so ganz einfache schwarze. Die müssen geputzt werden, aber die bleiben natürlich. Das sind die Schuhe für gut. Kennt ihr das? Für gut. Und was auch bleibt, sind meine Lackstiefel. Ich liebe die. Die habe ich im Urlaub entdeckt. Für 20 Euro von Marco Tozzi. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ich war in dem Laden drin, habe ein paar Lackstiefel gesehen, die mir so gut gefallen hätten. Von Gabor, glaube ich. Ich meine 120 oder 160 Euro. Ich dachte, nein, das kannst du nicht machen. Die ziehst du viel zu wenig an für das Geld und total überteuert. Geh raus. Und dann steht auf dem Tisch vorm Laden dieses Paar in meiner Größe. Sehr geil. Mit Reißverschluss an der Seite einmal binden und sie sitzen. Ich habe die schon so oft getragen. Ich liebe die. Also super Sache, habe ich absolutes Schnäppchen geschossen. Was ich mir letztes Jahr auch gekauft hatte, waren die hier, die Skechers. Die habe ich nur nicht einmal angehabt. Aber ich denke, jetzt im Sommer werden die dran kommen. Die behalte ich natürlich auch. Ersatz gesucht habe ich für die hier. Das wären auch Skechers. Die haben mir gar nicht so gut gefallen, weil ich fand die vorne ein bisschen breit. Aber so bequem, dass ich die echt nicht wieder zurückschicken konnte. Mega Schuhe. Aber hier ist die Innensohle kaputt, also die sortiere ich aus. Und dann habe ich hier noch ein paar Stiefel. Das sind so ganz klassische. Die hatte ich mir mal für die Arbeit gekauft, habe ich sehr oft schon angehabt. Mit denen kann man auch ganz gut eine Weile unterwegs sein. Also sehen halt wirklich schön aus. Und ja, die bleiben auf jeden Fall auch. Und das war, ich glaube, auch Tamaris, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. Tamaris, also ihr seht, Tamaris gibt es bei mir öfter und Skechers und Marco Tozzi jetzt auch. Dann habe ich hier so eine Überraschungskiste, mal gucken, was drin ist. Ah ja, Modenschau, ein paar nudefarbene Pumps. Ich brauche normal keine nudefarbene Pumps, weil ich ziehe überhaupt keine nudefarbenen Schuhe an. Ich habe nämlich nichts Beiges im Schrank. So. Jetzt wäre die Überlegung, gebe ich die weg oder behalte ich sie mal, um zu gucken, ob sie sich vielleicht im Sommer doch mal bewähren. Einmal vielleicht, wenigstens so eine Sommerchance. Oder vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal zurück zu den Mädels. Aber rentiert sich das? Man sieht es, ne? Ich glaube, ich hab die halt nur zur Modenschau getragen auf Teppich. Ist wirklich praktisch unbenutzt. Zwei, dreimal vielleicht. Ja. Also bei denen muss ich überlegen. Ob sich das rendiert. Ich weiß nicht, habt ihr ein paar nudefarbene Schuhe im Schrank? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die anzieht. Rendiert sich das, das aufzubewahren? Keine Ahnung. Nächste Kiste. Ein paar Sandalen. Ja, da habe ich dann mein Gegenpart zu den hohen Sandalen. Habe ich auch immer ein paar flache, weil im Urlaub, ne, läuft es einfach besser. Da habe ich dann immer ein paar flache, ein paar hohe dabei. Das ist jetzt Remonte. Ich glaube, die habe ich bei Bonprix entdeckt oder bei Bauer. Ich weiß es nicht. Also die sind ganz okay, sind ganz bequem, gefallen mir gut und bleiben natürlich. Und dann habe ich noch ein paar Sandalen. Ja, die müssen ja jetzt aus den Kisten, ne? Da habe ich einmal sowas hier. Die fand ich so schön. Und ja, ich habe sie auch, glaube ich,
höchstens zweimal angehabt für zum Essen gehen, mal zu Jeans. Ja, aber die haben eine schöne Sohle, die haben einen guten Absatz. Graceland, Deichmann. Damals hatten wir hier noch einen Deichmann, deshalb habe ich da auch einiges, weil das unseren Schuhladen hier um die Ecke war. Ja, total süß und ja, die behalte ich auf jeden Fall. Vielleicht werde ich doch mal jemals zum Jeans Girl, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann habe ich hier von Garboe ein paar weiße Sandalen, die bleiben auch. Die habe ich schon sehr lange. Ab und zu braucht man mal ein paar weiße Sandalen, nicht so oft. Aber es ist nice to have, sage ich mal. Die haben auch so einen schönen Absatz, der ist nicht ganz so hoch und lässt sich gut mitlaufen. Für ein Kleidchen oder so. Ja, die bleiben auf jeden Fall auch. Also das war jetzt hier nicht so ergiebig. Ein paar. Ich habe schon gedacht, die Katze rennt wieder über den Schrank. Ein paar Schuhe sind aussortiert. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paar bleiben. Und ein paar noch auf und vielleicht. Die ziehe ich nachher nochmal an und gucke. Genau. Oh, und ich sehe gerade, ich habe ein paar Schuhe vergessen. Und zwar die hier. Das sind so ein paar Lackschuhe, die habe ich mir mal in München im Urlaub gekauft. Und die waren auch gar nicht so billig, glaube ich. Wie heißt die? Pesaro heißt die Marke. Irgendwo in dieser Hauptfußgängerzone. Und ich habe den, ich glaube, höchstens zweimal angehabt. Obwohl ich die so schön fand. Und jetzt, letzthin, habe ich ein paar flache Schuhe, die schwarz waren, gesucht. Und da habe ich die für mich wiederentdeckt. Und ich muss sagen, ich habe die ein paar Stunden angehabt beim Einkaufsbummel. Also war überhaupt kein Thema, habe ich gut tragen können. Die bleiben auch, auf jeden Fall. So, nächste Runde. Ja, hier gibt es eine kleine Überraschung für mich. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und zwar die hier, die hatte ich von Bonprix. Man sieht, ich habe die, ich glaube, zweimal getragen. Gerade letzthin erst wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Sie sind also wirklich praktisch unbenutzt und hier bricht das Material. Ne? Das ist halt der Grund, warum ich doch immer lieber Lederschuhe mag. Oder halt Stoff, aber also ich weiß nicht, ich habe noch nichts gefunden, was wirklich ein gutes Material wäre, statt Leder. Plastik ist halt irgendwie, oder diese Kunststoffe, die sind halt irgendwie nicht dauerhaft brechen und ehrlich gesagt sauber. Sauber sind sie auch nicht. Ne? Ja, schade, die Schuhe wären sonst noch gut in Schuss. Wie gesagt, ich habe sie letztens das erste Mal getragen oder das zweite Mal, sehr lange nicht. Habe gedacht, die musste ich jetzt mal anziehen und gleich sind sie gebrochen. Kann man aussortieren. Ich gucke mal, ob ich die Rechnung noch habe, von wann die waren. Vielleicht kann ich es reklamieren, aber wahrscheinlich nicht. Weil die haben bestimmt schon ein, zwei Winter bei mir im Schrank gestanden, ohne dass ich sie anhatte. Ja, die müssen jetzt leider gehen. Ein Paar, das bleiben darf, obwohl auch das seine Macke hat, ist dieses Paar hier. Ich glaube, das ist Tamaris wieder. Ja. Die habe ich bestellt gehabt und die haben von Anfang an ein Problem mit dem Reißverschluss gehabt. Und zwar auf dieser Seite. Der Reißverschluss läuft immer wieder auf. Es ist nicht so schlimm, weil man die jetzt nicht anzieht, wenn man kilometerweit läuft. Und für einen Abend, wenn man irgendwie zum Esstisch geht, im Restaurant oder so, ist es okay. Aber es ist ein bisschen schade. Die haben mir sehr gut gefallen. Ja. Bleiben trotzdem, weil ich die auch dann nicht mehr reklamieren konnte. Ich habe da irgendwie nicht schnell genug geschaltet, beziehungsweise es gab die schon nicht mehr. Und das ist natürlich schade gewesen, weil sie mir einfach total gut gefallen haben. Total klassisch, nicht viel dran, super zu Hosen, muss man so sagen. Also die bleiben trotz Macke. Was auch bleibt, sind die Adidas von meinem Mann. Sehen hier ziemlich zusammengelatscht aus. Ich muss mal gucken, ob ich die nochmal finde, weil das waren wirklich geile Schuhe. Und er ist so jemand, der immer die Sohlen durchläuft und hier ist noch nichts. Und ich weiß, wir haben die mindestens schon, ja, wir haben die vor Corona gekauft, oder? Ach, ich glaube, die waren von Wolfsburg, aus dem Einkaufszentrum vorne Adidas Store. Ja, also die sind schon ein paar Jahre alt und hat er schon öfter getragen. Das sind super Schuhe. Ein paar weitere Stiefel von mir. Ich habe sehr viele Stiefel, wie man sieht, Stiefeletten eigentlich. Die sind Land Rover und ich meine, die wären vom Bonprix gewesen. Habe ich auch noch nicht so oft getragen, haben auch eine tolle Sohle.
Dieses Jahr durften sie ein paar Mal raus aus dem Schrank, werde ich behalten. Das ist so ein ganz komischer Farbton und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Das ist irgendwie kein Grau, das ist auch kein Braun, das ist so ein Mittelding. Ich weiß nicht, wenn ihr wisst, wie man die Farbe nennt, schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Also, die bleiben mal noch. Und noch ein paar Stiefel, die habe ich vom Adler gehabt. Das war auch so ein Schnäppchen nach der Modenschau. Habe ich mitgenommen, weil sie halt so eine richtig krasse Sohle haben. Und irgendwie waren die total in. Ja, es hätte das nicht gebraucht. Aber ich muss sagen, ich habe sie tatsächlich sehr oft getragen. Haben sich für mich absolut bewährt. Und der Kader mochte sie auch, wenn ihr das seht. Der hat schon mal reingehökelt. Ja, das ist echt nervig. Die Katzen machen das gerne mal. Und dann gibt es halt Macken im Schuh, die auch nicht mehr weggehen. So, was haben wir hier noch? Überraschung, ein paar Pumps. Da habe ich überlegt, ob ich sie aussortiere. Die habe ich mal irgendwann von meiner Mutter geschenkt bekommen. Habe ich mir aber im Laden selbst ausgesucht. Also es war jetzt nicht so, dass ich die nicht anprobiert hätte, aber ich sehe gerade, die gehen hier auch schon kaputt. Sind halt auch schon ein paar schöne Jahre alt und haben noch dazu eine relativ schmale Sohle hinten. Die sind Stilettos, sowas ziehe ich eigentlich nicht mehr an. Ja, die gehen. Obwohl sie eigentlich so schön waren. Schade, aber ist halt so. Meine werden Boxen. Und noch eine Überraschungskiste und nochmal Silber und die bleiben auch. Die finde ich so schön. Habe ich mir mal zu einem Outfit dazu gekauft, genau zum Schulabschluss von meinem Sohn. Das dürfte es gewesen sein. Beziehungsweise das Kleid hatte ich eigentlich für eine Hochzeit gekauft, die nicht stattgefunden hat. Kann sein, dass ich die da vorher schon hatte. Kamen auch schon ab und an zum Einsatz, wie man sieht. Sehr schöne Schuhe, sehr edel, finde ich. Die haben also so ein bisschen spezielles Bändchen, das geht vorne rüber. Genau. Aber wie gesagt, die bleiben auf jeden Fall. Und ich finde, die sind auch so ein bisschen so ein edles Silber. Ne? Nicht ganz so günstig. War noch wahrscheinlich Leder. Ja, Lederschuhe. War noch, glaube ich, nicht ganz so billig, wenn ich mich richtig erinnern kann. Genau, das war jetzt die dritte oder vierte Runde schon, oder? Ich glaube, die vierte. Schauen wir mal. So, ich musste mich gerade mal umziehen. Ich komme hier echt ins Schwitzen, ne? Um beim Schlurri-Look zu bleiben, habe ich mein Gran Canaria-T-Shirt angezogen aus dem letzten Urlaub. Die nächste Runde habe ich einfach jetzt mal hergeräumt. Das waren alles Kartons und ein paar Schuhe, die ich aus dem oberen Stock mit rausgenommen habe. Fangen wir mit denen mal an. Da habe ich einmal von Mustang, genau, das waren die Grauen von Mustang. Die habe ich noch nicht so oft angehabt, aber die fand ich schön. Behalte ich auf jeden Fall. Und da waren jetzt auch die Blauen, die ich dann schon ersetzt habe. Die gehen noch. Also bei euch in der Kamera sehen die besser aus, wie ich die hier empfinde. Aber ja, die ziehe ich halt nur noch daheim als Hausschuhe an. Und deshalb bleiben die auch noch, bis die quasi auseinanderfallen. Also die paar bleiben. Auch die Skechers hier, das sind meine momentanen To-Go-To-Schuhe. Die ziehe ich ständig an. Super bequem, Forming-Sohle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die von Bonprix oder von Deichmann bestellt hatte. Ich meine, die wären von Deichmann gewesen, mit den Grauen zusammen. Also ich hatte mir beide bestellt, um zu gucken. Habe gedacht, eins davon behalte ich und letztendlich habe ich beide behalten. Ja, so ist es meistens bei mir. Aber die laufe ich auf, sozusagen. Also die werden auf jeden Fall aufgetragen. So, dann haben wir hier einen Karton. Ja. Das ist so auch so ein Schätzchen gewesen aus der Modenschau. Da muss ich mal gucken, auch die muss ich erst noch mal testen. Das sind also ganz klassische Stiefeletten, auch Tamaris und voller Katzenhaare, obwohl ich die noch nie getragen habe. Ne? Also nur mal anprobiert, das war so rausgehauen für, ich weiß nicht, 25 Euro habe ich die, glaube ich, geschossen. Und habe sie dann nicht getragen. Ich habe gedacht, die ziehe ich in der Modenschau an, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Sie sind mir also ein Tick zu groß eigentlich. Die muss ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich glaube, die könnten eventuell gehen. Genau. Die setze ich mal hier zu den vielleicht. Weil wenn ich euch hier das Licht zubaue, benutze, ist das auch nichts. Ne? Ist natürlich ungünstig.
Geht es? Sieht man noch was? Ja, ich glaube schon. Dann habe ich noch ein Kästchen hier. Ach ja, genau. Und die, das ist auch so eine Liebe. Ne? Ich fand die so schön. Habe ich auch oft getragen. Also die sind schon ziemlich alt. Auch Tamaris damals mit Lederdecksohle sogar. Ja, aber irgendwie fühle ich mich zu alt. Seit so 2, 3 Jahren denke ich mir, ach nee, die ziehst du doch nicht an. Und ich habe sie auch jedes Mal behalten. Und dann schleife ich die durch den Sommer. Und dann habe ich sie wieder nicht getragen. Ich glaube, die sortiere ich aus. Das würde mir schon leid tun, aber ich meine, so eine schöne Sohle, ne? Sehen auch wirklich gut in Schuss, aber die sortiere ich jetzt aus. Das sind Mädchenschuhe, ne? Ich bin ein altes Mädchen, sozusagen. Noch ein Kästchen. Und das sind meine Stiefel und die Stiefel, die bleiben auf jeden Fall, auch wenn ich die dieses Jahr auch überhaupt nicht getragen habe. Da habe ich mir mal so einen Roller mit hergenommen, weil sich das ja anbietet. Ne? Die sehen also so aus. Ich finde die total schön. Und die habe ich auch in dem Quickschuhladen, glaube ich, geholt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ein paar gescheite Stiefel braucht man. Ich will Absatz, gute Sohle. Kann man auf jeden Fall super tragen, auch im Winter mal, wenn es jetzt nicht gerade so eisig ist. Und wie gesagt, die bleiben auf jeden Fall, auch wenn die dieses Jahr nicht zum Einsatz oder wieder nicht zum Einsatz kamen. Ich glaube, die sind schon 2 Jahre unbenutzt. Aber ich finde, man braucht ein paar Stiefel, also ich schon. Wenn die schlanken Hosen jetzt wieder kommen, dann kann man auf jeden Fall auch gut die Stiefel drüber ziehen. Ja. Liebs Stiefel. Genau, und ich glaube, das war... Was haben wir hier noch? Ach nein, die geht noch weiter. Hier haben wir noch 2 Kästchen. Hier habe ich einmal Gaboe. Das ist so ähnlich wie diese nudefarbenen Pumps. Die habe ich mir mal irgendwann gekauft und habe gedacht, man braucht sowas und habe die nie getragen. Habe mir schon damals so eine Einlage... So eine Einlage reingelegt, weil ich gedacht habe, die waren so ein bisschen zu groß, aber ja, sie sind einfach nicht genug zum Einsatz gekommen. Sehen natürlich trotzdem abgeranzt aus, weil die Sohle, geh runter, die Sohle halt einfach Thema war. Und wieso sitzt der jetzt neben der Kamera? Ich muss erstmal den Kader beseitigen. Geh mal runter, komm. Ja, hier wird nicht rumgemeckert, hier wird runtergegangen. Ab. Husch! Sonst geht's ins Exil. Mach die Mama die Tür zu. Es wäre dumm, sie nicht auszusortieren, weil. Ja, ich ziehe sie nicht an. Aber sie sind so schön, ne? Und billig waren die auch nicht. Gaboe. Ich muss sie nochmal anprobieren. Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen zugenommen. Vielleicht passen sie mal wieder besser. Hose nochmal an. Also ich stelle sie mal hier zu den nochmal testen. Sorry, das war die Gießkanne. Und last but not least noch eine Kiste. Und zwar ein paar Reisepumps von Unisa. Ich habe gedacht, der kommt wieder. Ich wollte die Kamera festhalten. Also es war falscher Alarm. Er ist auf den Esstisch gesprungen. Hat er auch nichts verloren, aber interessiert ihn nicht. Super schöne Schuhe, mega teuer. Passen super und sind auch wirklich bequem, deshalb dürfen die auf jeden Fall bleiben, auch wenn man für weiße Schuhe nicht so viel Gelegenheit hat. Genau. Und jetzt mache ich gleich mal die Tür zu, weil der Kerl hat jetzt gerade seit 5 Minuten, ne? Bevor er mir hier alles runterwirft. So, letzte Runde von dem Schrank draußen, also das unterste Fach habe ich jetzt ausgeräumt, da habe ich hier nochmal Modenschauschuhe. Man sieht, praktisch nur dort getragen. Ja, die sind vom Bonprix gewesen. Eigentlich nichts, was ich brauche, aber jetzt habe ich sie halt. Haben noch dazu eine Forming-Sohle. Steht jedenfalls drin. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann gucke ich mal, ob ich die behalte. Ja, wenn nicht, gehen die halt irgendwie in die Altkleidersammlung. Sind schwarz, was kann man eigentlich ja nicht viel verkehrt machen. Nun habe ich aber ja eigentlich meine schwarzen Go-To-Schuhe. Genau,
Aber die werde ich trotzdem behalten, weil sie sind jetzt da und was soll ich die wegschmeißen? Da habe ich also ein anderes Problem. Ich habe mir die hier von Adidas gekauft. Ich wollte unbedingt auch mal ein paar Adidas-Schuhe haben und ich fand die wirklich schön. Habe die Munde ausgesucht, anprobiert, haben gut gepasst. Habe ich mitgenommen in den Urlaub, das erste Mal angezogen. Da sind wir unterwegs gewesen. Natürlich auch mal schnell in einem Wäldchen mit schlechtem Weg, war ja klar. Und nach dem Urlaub musste ich leider feststellen, dass die mir eine halbe Größe zu klein sind. Ich renne also immer mit dem Fußnagel vorne mit und ja, also ich stoße vorne an und es war nicht schön. Also ich habe noch überlegt, ob ich es nochmal ausprobiere, wenn ich die Fußnägel wirklich ganz, ganz kurz habe, dass das dann vielleicht geht. Aber vielleicht sortiere ich die auch aus. Also die muss ich auf jeden Fall nochmal anprobieren und die gehen im Notfall auch, weil es ist so schade. Ja, zu hellen Jeans, ne? Super schön. Aber ich meine, wenn sie nicht passen, ziehe ich sie ja doch nicht an. Hat ja keinen Wert. Also die kommen eigentlich auch nochmal hier auf den Stapel. Dann habe ich noch ein paar Stiefelchen. Die finde ich ganz niedlich. Haben eigentlich auch eine ganz gute Sohle. Sind aber qualitativ echt unter ferner Liefen. Waren so ein paar Bonprix-Schuhe für, ich weiß nicht, 20 Euro oder 30. Habe ich auch nicht oft getragen, wie man sieht. Gut für so Outfits of the Day könnten wir sie noch brauchen. Die Sohle ist eigentlich nicht schlecht, ne? Mal gucken. Also die lasse ich auch mal noch da. Die würde ich noch mal ausprobieren. Sind aber auch sehr leicht. Ich glaube, die sind einfach nicht gut von der Qualität her. Dann habe ich noch ein paar Sandalen anscheinend. Die habe ich bei Amazon bestellt und habe auch lange überlegt, ob ich mir sie bestelle. Haben mir sehr gut gefallen. Aber was mich hier stört, ist dieser breite vordere Fuß. Ne? Da sehe ich aus, wie wenn ich total die Quadratlatschen hätte. Dementsprechend ziehe ich sie leider viel zu selten an. Nun sind die aber einfach total gut von der, vom Tragekomfort. Ich glaube, das ist Rieke, oder? Ist das Rieke? Ja, Rieke. Und ich werde meine Mutter fragen, ob sie die haben will. Und wenn die nicht will, werde ich sie auf jeden Fall behalten, dann trage ich die halt im Sommer auf. Also, ja. Das ist seltsam, aber bei Rieke ist es so, wenn die ein bisschen feinere Bänder haben und das Außen anders gemacht ist hier vorne, finde ich die so schön und auch ein bisschen ja, eleganter. Und die sehen halt einfach relativ stumpf aus. Mir gefällt das nicht, wenn es so stumpf ist. Ich weiß nicht, das sieht so alternativschuhmäßig aus. Weil Schuhe müssen doch nicht so aussehen, auch wenn sie gut und bequem sind. Also ja, das liegt an der Art, wie die vorne gestaltet sind, dass sie mir nicht so gut gefallen. Und da habe ich auch noch ein paar. Die haben das gleiche Problem. Da sind jetzt die Bändchen zwar schmäler, aber auch die sind hier so komisch genäht und haben diesen unglaublich runden Teil hier vorne. Und der macht, das macht auch das Gleiche mit meinem Fuß. Ne? Der sieht einfach irgendwie stumpf aus, so breit. Und das ist ein bisschen schade, aber die gefallen mir jetzt noch besser wie die. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht. Sieht man das, dass da ein Unterschied ist vorne? Also die sind halt echt sehr, nee, die sind schon ähnlich gemacht. Also das ist bei beiden im Prinzip das gleiche Problem, was mir nicht so gut an denen gefällt. Und das ist auch Rieke natürlich, ja. Die habe ich irgendwo im Laden entdeckt. Die würde ich auf jeden Fall behalten und die würde ich eventuell meiner Mutter geben, wenn sie die haben will. Genau. Hier runter. Und was ist hier noch? Ach, wir haben ja noch ein paar Pumps, ne? Man hatte noch nicht genug. Einmal Lack. Auch Bonprix. Hatte ich mir eigentlich für die Modenschau gekauft. Dann hieß es, nee, Lack ist nicht so gewünscht. Mein Tuch ist leider weg. Ist im Schrank geblieben. Die bleiben auf jeden Fall, weil die sind schön auch von der Sohle her. Und ja, ich sag mal, die fressen kein Brot und passend und werde ich sicher irgendwann mal wieder brauchen. Und dann habe ich noch ein paar Bonprix Pumps, die haben mir so gut gefallen mit den Riemchen und hier diese Stickerei, also das ist auch wirklich gestickt. Ist leider dann so ein klein bisschen eine farbliche Bindung, aber sehr süß. Ne? Ist halt mal was anderes, so ein ganz einfacher Pumps, schwarz mit Blümchen. Die bleiben auf jeden Fall auch. So. Da haben wir erstmal die Schuhe aus dem Schrank
Und dann kommen noch die von draußen. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Schuhe habe. Ne? Ich bin jetzt mal wieder überrascht, dabei ist es nur unwesentlich weniger als das letzte Mal, vermutlich eher mehr. Weil die Sneaker-Richtung wurde auf jeden Fall ordentlich aufgerüstet. Ich schaue jetzt mal ein KW. So, jetzt habe ich noch die Schuhe, die jetzt im Winter im Gang waren draußen. Die sind im Dreck und Speck, also die müssen alle erstmal jetzt geputzt werden. Es bleiben auf jeden Fall diese Stiefel. Habe ich diesen Winter, glaube ich, höchstens einmal gebraucht. Aber ja, ich sag mal, sowas braucht man irgendwie. Und die bleiben auf jeden Fall. Dann habe ich mir ein paar neue Badelatschen zugelegt, weil ich wollte eigentlich die hier aussortieren, aber die sind halt so bequem. Die hatte ich vom Teddy und der Kader liebt die auch. Der zerrupft mir die und ja, ich ziehe die noch an, bis sie auseinanderfallen, dann fliegen die raus. Dann kommen die hier zum Einsatz. Die hatte ich jetzt am Wochenende dabei in Düsseldorf und sonst wären die auch noch zusammen, aber die, also die bleiben auch noch. Dann ein paar Skechers, die ich sehr gerne im Wald anziehe. Im Winter jetzt. So meine Wanderschuhe, Spaziergehschuhe sind auf jeden Fall super, die bleiben auch. Dann habe ich mir über Zalando die hier bestellt zum Laufen, also für Jogging und Co. Und wo steht's denn? Asics, genau. Ja, die sind jetzt nicht schön, aber sie sind gut. Mag ich, kriege ich keine Probleme mit den Füßen. Manchmal hat man ja Probleme, wenn man joggt oder schnell läuft, dass einem danach dann die Füße wehtun, von den Schuhen vermutlich. Und die sind super, also kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich hier noch ein paar schwarze und da weiß ich nicht, ich glaube, dass die vom Aldi waren. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Da unten ist ein Zettel. Die habe ich wenig getragen, wie man sieht, bis jetzt. Ich wollte die eigentlich als schwarze Laufschuhe, wenn wir eben so mal spazieren gehen oder so und ich was Schwarzes brauche. Die bleiben mal noch, aber ich meine, bei denen hätten mir die Füße wehgetan. Das muss ich nochmal ausprobieren. Und das sind meine Gartenschuhe, ja. Brauche ich auch nicht oft. Man sieht, sie sind relativ wenig benutzt, aber schön dreckig. Also ich muss bei uns in einem Hang rumklettern und da brauche ich eine gute Sohle. Deshalb bleiben die. Und dann habe ich hier noch so ein paar Hausschuhe. Die sind auch sehr abgeranzt schon, aber die bleiben auch noch. Das sind so Winterhausschuhe. Hatte ich bei Bonprix mal gefunden und mitbestellt. Genau, Bodyflirt. Und das dürften jetzt so ziemlich alle Schuhe gewesen sein. Ich habe noch ein paar Pumps. Ein paar schwarze Pumps oben stehen, habe ich gesehen, die bleiben auf jeden Fall auch. Die haben sind ganz schwarz ohne alles mit Riemchen und haben auch so eine schöne dicke Sohle. Also einen schönen dicken Absatz, eher mit Sohle, sondern einen Absatz. Die brauche ich immer, wenn ich was anprobiere. Das sind meine Probierschuhe, wenn ich irgendwie oben teste. Und die lasse ich auch oben. Genau. Und von denen hier wandern alle wieder raus. Naja, das Wetter ist noch nicht so gut, die lasse ich auch mal noch draußen, wobei die ja ziemlich gefüttert sind. Die könnte ich eigentlich auch schon wegräumen. Genau, und dann habe ich hier erstmal aussortiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paar. Ich zeige es euch nochmal. Die hier, weil einfach aufgetragen, sage ich mal. Die hier, weil die Sohle innen drin kaputt ist und ja, mit Einlegesohle kann ich nicht arbeiten, da rutscht mir das vorher und dann, ich merke diesen Absatz hier, das stört mich. Die hier, weil ich finde, meine Füße sehen irgendwie wie Oma-Füße aus, obwohl die Schuhe schön sind und mir auch gut gefallen haben. Aber ich weiß nicht warum, ist nicht so mein Ding. Die hier, weil der Absatz halt so ein bisschen stilettomäßig ist und das Material lässt auch zu wünschen übrig, obwohl die schon echt schön sind. Dann die hier, weil sie so abgeranzt aussehen, die sind nass geworden und haben sich vorne so verfärbt. Ja, auch nicht oft getragen, aber sie gehen auch kaputt. Kann auch der Kader gewesen sein, der liebt so Schuhe. Ich weiß nicht, was der mit meinen Schuhen hat. Kader sind oft so Schuhschmuck.
Fetischisten. Schuhfetischisten. Ach, ich kann schon nicht mehr reden. Die hier, weil sich das Material auflöst, die hätte ich sonst nicht aussortiert. Da muss ich nochmal gucken, ob ich die vielleicht noch reklamieren könnte. Aber wahrscheinlich nicht. Und last but not least, die, die mir am meisten wehtun. Die hier, weil sie irgendwie so ein Mädchending sind und ich fühle mich da ein bisschen zu alt dafür. Ja. Nützt ja auch nichts, sie zu behalten, wenn ich sie dann nicht anziehe. Ne? Ja. Schade. Aber die sind echt süß. Sind aber auch nicht meine Farben, das muss man auch sagen. Wie gesagt, beige ist halt gar nicht so mein Ding. So, dann hätte ich jetzt noch zum nochmal testen die Adidas Schuhe, dann die Pumps hier. Muss ich nochmal gucken, ob ich die nicht einfach noch ein Jahr behalte, um zu gucken, ob ich die irgendwie anziehe. Diese Sandalen von Garboer, bei denen ich noch nicht weiß, weil es eigentlich zu schade ist, sie wegzuschmeißen. Die will ja auch keiner wahrscheinlich. Die hier, weil ich nicht weiß, ob mir die Riemchen noch passen. Und last but not least, die Tamaris-Stiefel, die ungetragenen, weil die mir ein bisschen zu groß waren. Und ich nicht weiß, ob sich das rendiert, die aufzuheben. Kriege ich die irgendwie gepasst gemacht? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich probiere es nochmal erst. Genau. Jo. Und das war's. So, ich wollte euch jetzt hier nochmal zeigen, wie es momentan aussieht. Ich habe die Stiefeletten jetzt mal noch hier gelassen, weil es ist ja jetzt Frühling und noch nicht so toll vom Wetter her. Aber da kommt auch das eine oder andere, wird noch in eine Kiste gepackt und kommt dann noch so ein bisschen weg, dass mehr Platz ist für die Sandalen, ne? Und für die Skechers und ja, Sneakers, genau. Aber so insgesamt bin ich ganz zufrieden, macht sich schon mal viel besser als vorher. Das war's und kann man merken, ich liebe Schuhe, ne? Ich liebe Schuhe. Ist so ein Papa-Stückchen. Mein Papa hat auch die Schuhe geliebt, Lackschuhe vor allem. Und ich muss sagen, in der Zwischenzeit, ich habe 4 Paar Lackschuhe. Ne? Also das ist schon krass. Wie oft braucht man Lackschuhe? Ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsschuhe sind. Also bei mir ist ganz klar Sandalen oder Sandaletten eigentlich so das Hauptding gewesen jahrelang. Und jetzt komme ich halt vielleicht langsam so ein bisschen in Richtung Sneaker. Einfach altersbedingt. Die Marke, die ich am liebsten habe, ist Skechers, muss ich sagen. Die finde ich super. Die sind unglaublich weich und schön zum Fuß, sage ich mal. Und Tamaris, ne, die sind halt einfach ein bisschen edel. Ja, genau so ist es. Und dann war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Schreibt mir mal, wie viele Schuhe ihr habt. Ich muss noch mal zählen, aber das letzte Mal waren es so um die 50, so glaube 48 oder so. Ich glaube, ich bin nicht wesentlich drunter. Ja, aber ich denke, es ist doch schon ganz erfolgreich jetzt gewesen. 7 Paar Schuhe aussortieren und da kommen ja auch noch was weg. Das ist schon gut. Also so 10 Paar weniger, das wäre schon Bombe. Ich schreibe es euch in die nicht in die Kommentare, sondern unten in die Infobox, wie viel davon noch gehen durften dann im Endeffekt, wenn ich die denn alle ausgetestet habe. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja, genau. Wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao.